Na, ich hole sie um 10:30 Uhr ab. Ist es 12 Uhr? Nee, 10:30 Uhr ist 10:30 Uhr. 10:30 Uhr und nicht 12. Okay. Wie kann man denn sowas verwechseln? Mama. Morgen ist Ferien, letzter Schultag bei Anouk. Zeugnisse. Zeugnisse. Zeugnisse, oh mein Gott. Oi, 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 oi. Angst? Oh, danke, das ist aber nett. Danke. Tja. Heute hat meine Tochter Aufführung in der Schule, Tanana. Das wird sogar gefilmt, irgendwie. Und das ist eine Theateraufführung. Und da bringt sie jetzt hin. Und morgen ist Zeugnisausgabe. Oh mein Gott. Ihr erstes Zeugnis. Also mit Zensuren, so ein Zensurenzeugnis. Ja, ich bin wieder zu Hause und jetzt ist es früh am Morgen natürlich noch. Und ich werde jetzt schneiden. Die letzten zwei, drei Tage zusammenschneiden irgendwie. Ist nicht viel Aufregendes passiert. Aber damit ihr nicht denkt, da passiert überhaupt nichts. Oder was denn los? Hat da keinen Bock mehr oder so? Ich das jetzt einfach mal machen, habe ich jetzt beschlossen. Mache ich jetzt einfach. Man hat aber immer so Till Schweiger im Kopf. Naja, und weil ich finde immer die Synchro total mies und die Betonung und. Ja. Der Film war gut. Der war durchdacht, der war anders, der war gut, der Film. Man kann man nicht mal sagen, dass man einen guten deutschen Film gesehen hat. Ich fand hier von. Den ist auch nicht so schlecht. Von wem? Von Harpe. Ja, der war auch gut, ja. Aber das war ja fast schon. Ja, fast ein Horrorfilm. Krimi, Thriller. Tolles Ding. Jetzt habe ich es ja bei mir zu Hause vergessen. Komme ich da denn die Kita nicht etwas gar nicht fragt, wo sind meine Handschuhe? Hab ich vergessen. Ich bin so froh, dass ich welche gekauft habe, die sind zu Hause. Malis, 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 unglaublich. Morgen. Heute ist Zeugnistag. Tja, deine Schwester kriegt heute Zeugnisse. Nein. Ach doch, zum ersten Mal. Nächster Jahr. Nein. Du bist 3 Jahre, ja. Egal, der Fuß. Was soll denn? Bist du 4? Nein. Nein, du bist 3 Jahre alt geworden. 3 Jahre. Und? Wie fühlt man sich heute? Papa anziehen. Mit. Papa anziehen. Papa anziehen. Papa anziehen. Okay. Danke, danke, danke. Geboren am 7.10. 2010. Deutsch sprechen und zuhören. Danke, danke. Das war das Oberteil. Fertig. So, was müssen wir heute mitnehmen? Bist du aufgeregt? Ja. Ich will raus. Du willst sonst nie früher raus? Ja. Heute ja. Oh Mann, Anouk ist völlig aufgeregt. Mein Problem ist, dass ich jetzt 3 Stunden hier warten muss. Während ich auf Anouk warte, habe ich mir eine Currywurst gekauft. Gibt's weit und breit sonst nichts zu kaufen. Hier hätte ich jetzt einen Döner essen können.
China-Pfanne oder Currywurst. Ich habe mal eine Currywurst genommen. Gerade im Dorf bin ich gerade. Anouk muss ich ja in 25 Minuten abholen. War ich spannend. Ja. Das waren die Würste. Naja, besser als nichts im Magen, auf alle Fälle. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Anouk so sagt. Die Kinder haben alle schon Feierabend hier, schon Schulferien. Heute ist der letzte Tag. Alle schon Zeugnisse bekommen offensichtlich. Hier sind so viele Schulen auf der Strecke Richtung Dahlem. Die rennen ja alle schon rum. Ja, sind schon viele Eltern da. Hauptsache Lumen kommt hier klar. Wenn die jetzt in diesem Jahr eingeschult wird, wird sie hoffentlich klarkommen. Hoffentlich kommen die Kinder mit ihr klar. Auch nicht, dass sie ärgern oder so. Das macht mir echt Sorgen. Eine Minute vor, ich geh mal rein. Willst du es mir zeigen? Bin ich gespannt. Bin echt gespannt. Wow, sind ja fast alles zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei, zwei. Zwei, 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 zwei. Eine, drei. Ja, eine, drei. In Rechtschreiben. Ja, deine. Aber Handschrift habe ich auch eine zweite. Ja. Hier unten habe ich nur da unten Kreuze. Und da habe ich, hier habe ich 0, 0. Und da habe ich viermal verträumt und zweimal. Zwei Verspätungen hast du? Ja. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ich wusste es auch nicht, dass wir zwei Verspätungen haben. Wann hast du denn dich verspätet? Weiß ich ja auch nicht. Wir sind doch nie zu spät gekommen. Ich wundere mich auch. Aber die anderen sagten auch, ich bin schon sehr oft zu spät gekommen, zweimal. Wieso, was machst du denn? Gar nichts. Also, wir sind immer die Ersten hier. Ja. Ich hab wieder auch nicht. Aber zwei, wieso hast du zwei Verspätungen? Das verstehe ich nicht. Wieso hast du zwei Verspätungen? Weiß ich doch auch nicht. Vielleicht wussten die das nicht. Das kann auch sein, dass ich auf der Toilette war und dann hat's gedonkt. Ach so, na, aber dann geh nicht mehr auf Toilette. Na, nicht mehr vorm Unterricht, denn so knapp. Das kann sein. Gedonkt. Dann hat's gedonkt. Aber sehr gut. Alle zwei. Außer die drei. Außer Rechtschreiben. Naja, da müssen wir ein bisschen üben, wa? Ja. Lern- und Leistungsbereitschaft ist okay. Mitarbeit ist wenig, gutet Fräulein. Du musst mehr mitarbeiten. Selbstständigkeit, naja, auch nicht, weil du dir unsicher bist, ne? Ja. Teamfähigkeit, ja. Zuverlässigkeit, ja. Sorgfalt, sehr gut. Das ist ein sehr gutes Zeugnis. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein gutes Zeugnis gehabt oder gesehen. Yay! Das ist sehr schön gemacht. Ja. Danke. Ich bin stolz auf meine Tochter. Ach, Nuki. So was Schönes. Ich freue mich. Aber ich hab Hunger. Mein Rücken ist wieder heiß. Gut, was an? Mein Rücken. Wir sind da, ganz wunderbar. Oh, oh.
Jo, wir sind zu Hause. Meine Tochter hat ein erstaunlich gutes Zeugnis. Und ich bin sehr stolz auf sie. Wirklich. Sehr, sehr stolz. Sie ist auch stolz auf sich. So, ich habe gerade geschlafen ein bisschen. Bin noch nicht so fit. Jetzt esse ich Abendbrot. Ja, für mich ist das jetzt Abendbrot und danach ich wieder ins Bett. Lass mich ausruhen. Ich muss im März wieder fit sein. Zieht sich ein schön lang hin. Ja, so kann es gehen. Auf alle Fälle bin ich stolz auf meine Tochter. Die hat ein süßes Zeugnis, finde ich. Ich selber hatte nie so nötet. Ich war zu offen, Fisch, als Schüler. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Kurzer Vlog. Kurzer Schulvlog. Bis dann. Ciao.